Fuji-Fotografen, aufgepasst, es gibt ein neues Objektiv am Start und das ist ziemlich besonders. Es liegt hier auf dem Tisch, AF-13-14XF. Ist von Wildtrox und bedeutet übersetzt, es ist ein Autofokusobjektiv mit 13 mm Brennweite. Achtung, wir müssen jetzt das Ganze mal 1,5 nehmen, um auf das Kleinbildäquivalent zu kommen. Und hat eine Blende, jedenfalls was das Licht betrifft, von 1,4. Look entspricht dann auch natürlich mitgerechnet 2,0 im Vollbildäquivalent. Diese Wildtrox-Linse, das ist eine ziemliche Besonderheit, denn es ist eben eine Ultra-Weitwinkel-Linse, die mit einer Blende von 1,4 schon das letzte bisschen Licht aus der Umgebung rausholt. Und wir wollen uns in diesem Video einfach mal ein bisschen drum kümmern, was die Linse kann. Wir hatten sie dabei in La Palma auf unserem Fototrip und haben damit richtig kräftig fotografiert, aber dazu gleich mehr nach dem Intro. Vielleicht vorweg, kleine Information, gehört unserem Fuji-System an und wir brauchen hier gar nichts an Werbung hinschreiben, weil ist uns. So, Konkurrenzen, die haben wir leider nicht, ne? Die gehören nämlich nicht uns. Samyang 12mm 2.0 und Sigma 16mm 1.4. Finde ich jetzt, was Preis-Leistung betrifft, relativ ähnlich, aber eben halt doch nicht ähnlich. Das Sigma hat zwar die gleiche Blende von 1.4, hat aber 3 mm wenigen Weitwinkel und das ist natürlich im Weitwinkel prozentual gesehen ein extremer Bildwinkelzuwachs bei den 13 mm. Und das Samyang hat zwar 1 mm mehr, kommt dann aber mit einer kompletten Blende weniger Lichtleistung einher. Und gerade für den Verwendungszweck der Astrofotografie oder der wirklichen Low-Light-Fotografie, man kann sich ja auch da mal Locations und dergleichen vorstellen, ist eine Blende halt schon eine erhebliche Unterscheidung zwischen zwei Objektiven. Das heißt also, eigentlich gibt es nichts, was so einen Weitwinkel und so eine Blende kombiniert. Kommen wir mal zu ein paar Fakten. Das Objektiv UVP wurde mit 492 angekündigt, ist jetzt schon bei Per Gear 388 Euro erhältlich. Achtung, Preise sind immer natürlich tagesaktuell. Wie gesagt, auf eine Astrofotografie optimierte Linse mit 14 Elementen und 11 Gruppen. Ne? Ich lese es ab, weil ehrlich gesagt ist mir das auch völlig Wumpe, solange die Linse in der Praxis richtig gut funktioniert. Was man bei den Wildtrox-Linsen dazu sagen muss, ist einfach die Tatsache, dass sie nicht Wetter- bzw. Spritzwasser- oder staubgeschützt sind. Also keine Wildtrox-Linse hat diesen besonderen Schutz. Das ist eine Information, die man wahrscheinlich braucht, weil diese Linsen natürlich schon unter einige oder andere Wetterchen aushalten müssen. Also das ist ein bisschen nachteilig. 9 Lamellen, die so halb semi-rund sind, also ich würde es jetzt nicht als eckig, aber auch nicht als rund bezeichnen. Das ganze Objektiv kommt mit einem USB-Port daher, der befindet sich im Bajonett selber drin. Also nicht wie bei Tamron an der Seite, sondern im Bajonett. Ich halte es mal hier am besten so in die Kamera, dann sieht man es auch ganz deutlich. Und hat natürlich auch den entsprechenden Blendenring, vorne den großen Zoomring. Der Blendenring ist immer geklickt, also man merkt mit jedem Klick, was man weitergeht. Nach 16 kommt A, also die Automatik. Ich finde ehrlich gesagt, dass der Widerstand zwischen 16 und A ein bisschen zu gering ist. Also wird man schon irgendwie mal so ein bisschen hinkommen können und das verstellen. Bei mir ist aber eh meistens auf Blende 1,4 eingestellt. Die Geli ist so, also ist auf jeden Fall schon etwas anspruchsvoller zusammengeschraubt. Man erkennt hier verschiedene Schrauben, aber es ist immer noch Plastik, wenigstens innen drin geriffelt, was schon mal und leicht gummiert geriffelt. Also auch, was schon auch mal wieder ein etwas höheres Qualitätsmerkmal ist. 67 mm Frontdurchmesser vom Filter finde ich sehr perfekt. Das sind nämlich die Objektive, die wir haben, die meisten. Und das ist eigentlich mit so das gebräuchlichste Filterdurchmesserchen. Und dann haben wir natürlich auch unsere Briefwaage hier, die auf das Gramm genau wiegen wird, was hier gleich passiert. Und da geht es hoch auf 410 Gramm, aber jetzt ohne Geli und ohne Deckel, Frontdeckel. Ne? Also so 442 Gramm, sagt jetzt die Waage. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Wir kommen vielleicht einfach mal auch ein bisschen zur optischen Qualität. Im Generellen haben wir damit jetzt auf La Palma extrem schöne Fotos gemacht. Das hat super viel Spaß gemacht. 13 mm, also diese 9,5 roundabout 20 mm auf Kleinbild, die sind natürlich einfach schick. Die machen einfach Spaß.
Linse hat autofokustechnisch gut, jetzt an der X-H2, ne, also jetzt nicht gerade die schlechteste Fuji Autofokus-Kamera, absolut wunderbar funktioniert. Und hat auch gar keine Probleme bereitet, was jetzt generell alles betrifft. Ich fand auch die Blende 1.4 teilweise merkbar, vor allem auch sehr interessant natürlich. Wobei, man muss jetzt sagen, gerade bei der X-H2 ist es natürlich so, mit BRO ist man tendenziell eher bei ISO 400, 800 unterwegs und dann im spanischen Sommerland unterwegs sein und dann mit ISO 400, 800 fotografieren. Da hat man mit 1.4 schnell mal so die 100.000stel Belichtungszeit erreicht. Ich will aber trotzdem noch was ein bisschen über das Optische sagen, weil ich habe mir hier drei Sachen aufgeschrieben, über die wir reden müssen. Erstmal Vignettierung, dann die Schärfe in den Ecken und dann die CAs. Fangen wir vielleicht mit dem Negativen an. Das Ding vignettiert durchgängig. Ich würde behaupten, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu einem Nerd-Talk, ach, vielleicht kann man den mal hier in die Kamera wieder machen, sonst ist sie ja komplett umsonst da. Man baut ja Objektive. Schon mal gefragt, warum man so einen Finger vor ein Objektiv tun kann und das trotzdem noch in gewisser Weise ein Bild zeigt? Das ist ganz einfach, weil hier verschiedene Strahlenbündel durchgehen. Ich glaube, dass diese Linse einfach absolut ans Maximum gebaut wurde und deswegen hat man eigentlich fast durchgängig eine Vignettierung und man hat auch solide Randunschärfen und Achtung jetzt in den Ecken. Ja, ganz wichtig, es sind eher die Ecken, die liegen ja am weitesten entfernt, also ich muss so machen, am weitesten entfernt von der Mitte. Die äußeren Ränder sind ja etwas weiter drin. Und was auch interessant ist, ist, dass einfach dieser Effekt existiert, dass man mit jedem Klick, den man abblendet, also 2.0, 2.8, 4, 5, 6, diese Schärfe weiter am Rand besser wird. Also de facto, ich will jetzt nicht sagen, sie wandert raus, weil das entspricht nicht der Tatsache, sondern ich glaube einfach, dass das Objektiv einfach am Rand immer stärker wird. Ja, es ist optisch nicht die krasse Linse, aber ich finde, es ist halt von den Specs und von dem Gesamtkonglomerat eine der interessantesten Linsen überhaupt. Dieser Preis-Leistung, diese Fähigkeiten sind einfach ziemlich konkurrenzlos. Und die Bilder, die wir zum Beispiel von der Milchstraße gemacht haben, die sind absolut grandios geworden. Also ich finde die einfach toll. Punkt. Mit 13 mm mal 1,5 sind wir bei knapp 20 mm Brennweite, haben weiterhin eine Blende von 1,4, was die Lichtstärke betrifft, nicht die Freistellung, aber die Lichtstärke, und können damit natürlich wunderschöne Astrofotos machen. Braucht man bloß noch eine Milchstraße und ein bisschen Glück, was den Wind betrifft, aber Gott sei Dank sind wir hier in La Palma auf 2400 Meter Höhe und da ist ja nie windig und auch nie kalt. Aber was macht man nicht alles, um mal so ein Objektiv auf Herz und Nieren zu prüfen? Was will man mehr? Ich meine, ich hätte mit dem 2.8er Objektiv, wir hatten ja auch noch mal das 8.16 oder sowas dabei, damit hätten wir halt nichts wirklich gerissen. Da wäre die Blende einfach viel zu dunkel gewesen. Ich wäre bei ISO Millionen gewesen. Das heißt, es ist mal wieder wie immer in der Fotografie,
Vielleicht ist es manchmal besser, einen Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach zu haben. So, und das war's. Vorstellung over and out. Tolles Objektiv, toll an Fuji angepasst, hat deutliche Schwächen, aber die kann man akzeptieren bei dem Preis. Punkt.